Young, bist du auch so müde wie ich? Ja, lass uns mal schlafen. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Henry, da ist irgendwas unter meiner Decke. So? Eine Limo-Dose. Ach so, ja richtig. Die hatte ich ja vorhin noch getrunken. Hm? Hey Jan, du Dreckspatz. Ich bin kein Spatz. Ich bin ein Erdmännchen. Ach, du kannst doch die Dose nicht einfach so in die Höhle schmeißen. Das ist Müll. Ach so? Draußen vor der Höhle ist eine Mülltonne. Komm mal mit. Hey, wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, hier waren ein paar Dreckspatzen. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Ich denke, ja. Die Welt ist so ein schöner Ort, doch was haben wir hier? Alles ist ganz zugemüllt mit Kaugummipapier, mit Joghurtbechern, Drecksalat und ausgetrunkenen Flaschen. Abgewetzte Strandsandalen und leeren Plastiktaschen. Es geht so nicht, das soll nicht sein, dafür gibt's einen Grund. Der Müll ist ganz schön ekelig und auch nicht sehr gesund. Komm, wir räumen die Erde auf. Mach doch mit und du bist besser drauf. Weil sie uns so gut gefällt, putzen wir die ganze Welt. Komm, wir räumen die Erde auf. So, das kommt jetzt hier alles in diesen Mülleimer hinein. Ja, so wird's schön. Ja, genau. Jeder sollte mitmachen, den Müll, den kann man trennen. Hast du Abfall in der Hand, sollst du zur Tonne rennen. Die alten Flaschen werfen wir nicht einfach in den Garten. Im Supermarkt gibt es dafür Pfandflaschenautomaten. Wenn jeder mitmacht, sagen wir es dir hier im Gesang. Trennst du den Müll, dreht sich die Welt ein ganzes Leben lang. Ja! Komm, wir räumen die Erde auf. Mach doch mit und du bist besser drauf. Weil sie uns so gut gefällt, putzen wir die ganze Welt. Komm, wir räumen die Erde auf. Und jetzt das Müllorchester! Oh ja! Komm, wir räumen die Erde auf. Mach doch mit und du bist besser drauf. Weil sie uns so gut gefällt, putzen wir die ganze Welt. Komm, wir räumen die Erde auf. Sauber! Ach, weißt du was, Henry? So aufgeräumt ist die Welt gleich noch viel schöner. Ja, ja. Gute Nacht. Warum heißt ein Dreckspatz eigentlich Dreckspatz? Und was, wenn der mal keinen Dreck macht? Ist der dann ein Sauberspatz? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Aber müde heute. Ich bin so müde wie 5 müde Erdmännchen zusammen. Und ich wie 5,5. Gute Nacht, Jan. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Henry, ich wollte gerade schlafen. Ja, ich auch. Aber wenn du so rumbrüllst, ist das schwierig. Ja, weißt du, ich habe ein Problem. Ich weiß nämlich gar nicht, wovon ich heute Nacht träumen soll. Was? Na, dann träum doch einfach von einem tollen Abenteuer mit einem fliegenden Kaninchen und feuerspeienden Katzen. Och, langweilig. Davon habe ich doch schon so oft geträumt. Na, dann träum doch einfach davon, was du später mal werden willst. Hä? Aber das weiß ich doch gar nicht. Na, dann denk doch einfach mal drüber nach. Ja, was kann ich denn werden? Och, es gibt viele Möglichkeiten. Pass mal auf.
Willst du zu den Sternen fliegen? Dann wirst du Astronaut. Oder werde Schlagzeugspieler, der auf die Pauke haut. Ich möchte gerne Metzger werden, der Wiener Schnitzel macht und dann alles selber essen. Na, das hab ich mir gleich gedacht. Denk doch mal darüber nach, was du alles gerne magst. Denn dann hast du eine Antwort, wenn dich einer fragt. Ja, weißt du schon, was du später werden willst? Polizist oder Feuerwehrmann? Backst du Torten, weil du Bäcker bist? Es gibt so vieles, was man werden kann. Magst du gerne Haare schneiden? Dann werde doch Friseur. Oder du erfindest was als Elektronikingenieur. Ich will Bundeskanzler werden, der die Gesetze macht. Und dann gibt es Eis für alle. Ja, das hab ich mir ja gleich gedacht. Denk doch mal darüber nach, was du alles gerne magst. Denn dann hast du eine Antwort, wenn dich einer fragt. Mhm. Weißt du schon, was du später werden willst? Polizist oder Feuerwehrmann? Klebst du Pflaster, weil du Doktor bist? Es gibt so vieles, was man werden kann. Weißt du schon, was du später werden willst? Polizist oder Feuerwehrmann? Fährst du Laster, der voll mit Spielzeug ist? Es gibt so vieles, was man werden kann. Jetzt habe ich so viele Berufe zur Auswahl, da kann ich jede Nacht von einem anderen träumen. Ja, ja. Gute Nacht, Henry. Und von welchem Beruf träume ich denn heute Nacht? Vielleicht Zirkusdirektor oder Steuerberater oder Pirat. Ist das überhaupt ein Beruf? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen.